Hallo, hier nochmal Silvester. Ich habe vorher eine Übung gezeigt, die die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule wieder connected hat, wieder verbunden hat, aktiviert hat, im Sinne einer besseren Haltung und Mobilität. Ja, und jetzt zeige ich euch eine Übung, die die Hüftmuskulatur, die meist durchsitzend, mega eingeschränkt, vielleicht in der Umgangssprache verkürzt, tight, fest ist, die wieder ein bisschen zu lösen. Ja, nennt sich Couch Stretch. Ja, schauen wir mal, Schritt für Schritt, dass ich euch das so bildhaft wie möglich zeige im Sinne der Ausführung. Also, eine Rolle ist meist sehr gutes Equipment, was dazu hilft. Vielleicht eine Matte, braucht eine Wand dazu. Und wir fangen so an, dass wir ein Bein, ein Knie ganz an die Wand stellen. Dann vielleicht ein bisschen mit dem Oberkörper zur Seite gehen, dass man Platz hat, das andere Bein im 90-Grad-Winkel aufzustellen. Bei vielen, die bräuchten jetzt vielleicht die Rolle, weil sie merken, ui, ich komme kaum in diese Position rein. Ja, da fängt es oft sehr tief an mit dem Oberkörper, weil grundsätzlich ist natürlich die Zielsetzung, das aufstellen zu können oder vielleicht sogar ohne. Das heißt, man sollte sich so aufrichten können, dass man das hier schön stretcht, mobilisiert und verbindet. Das heißt also, Oberkörper geht nach vorne runter, habe ich eine Entspannung drin und dann richte ich mich wieder auf. Das Ganze optimal wäre, wenn ich die Pobacke, den Gluteus hier richtig schön fest anspanne, mich aufrichte und wieder nach vorne gehe. Ruhig 20, 30 Mal. Macht hier vorne richtig super auf. Bringt gute Länge. Top Mobilitätsübung, Stretchingübung praktisch. Hüftmuskulatur in Verbindung mit den vorderen Oberschenkeln. Ich zeige euch noch die andere Seite. Im Prinzip hier dann wieder rausgehend. Man kann ein bisschen seitlich einsteigen oder einfach so das Knie anlegen, ein bisschen wieder Platz schaffen, das Bein nach vorne aufstellen, 90 Grad Winkel. Vielleicht für den Anfang die Rolle dazu holen, abstützen und dann im Prinzip wieder aufrichten. Beim nach vorne gehen, ein bisschen mal darauf achten, kann ich meinen Poppes hinten gut aktivieren, die Spannung halten und dann aber auch wieder aufrichten, nach vorne gehen, aufrichten. Also, es sollte eine Linie möglich sein, aber das werdet ihr merken, ist meist sehr, sehr limitiert. Und dann vielleicht als Einstieg den Abstand am Anfang ein bisschen reduzieren, sprich das Knie am Anfang ein bisschen weglassen von der Mauer, aber Step by Step sollte das hier eine Basic-Übung werden in eurem Programm. Vor allem natürlich auch regenerative Natur nach anstrengenden Radeinheiten oder Trainingseinheiten, unbedingt diese Stretching mit einbauen. Oder diese Mobilitätsübung. Viel Spaß beim Nachmachen.